Der hungrige Fuchs. Der Fuchs läuft durch den Wald und hat einen Riesenhunger. Er sieht eine Eule und denkt, das könnte ein leckeres Essen sein. Aber die Eule ist schneller und fliegt weg. Der Fuchs läuft traurig weiter und sieht einen Igel. Der denkt, dem schnapp ich mir jetzt. Doch der Igel rollt es ein und er zeigt sein Stachel. Hungrig sucht der Fuchs weiter und entdeckt ein Eichhörnchen. Ruckzuck kletterte das Eichhörnchen auf einen Baum. Der Fuchs weint und jammert, ich bin so hungrig, ich brauche Hilfe und Essen. Die Eule hat Mitleid und gibt den Fuchs Würmer ab. Der Igel pflückt den Pilz und das Eichhörnchen Nüsse. Der Fuchs ist glücklich und sagt, danke, ihr wart so lieb, von jetzt an seid ihr meine Freunde. Die Freunde leben glücklich zusammen im Wald. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.